Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne tanken und ich berichte ja viel über Photovoltaikanlagen, aber halt auch über Elektromobilität und meine Erfahrungen mit Elektromobilität und über den E-Golf habe ich ein Video gemacht, findest du hier. Da habe ich ein Video gemacht darüber, dass die Hauptbatterie kaputt war, wie der Service da lief, was gemacht werden musste und dass das Ganze 7000 Euro am Ende gekostet hätte, aber es war zum Glück innerhalb der acht Jahre Garantie für die Batterie. Jetzt geht das ganze Dilemma aber noch ein bisschen weiter und darum soll es in diesem Video gehen. Also das Ding hält mich ganz schön auf Trab in letzter Zeit. Ich kann drüber grinsen, aber eigentlich ist es echt nicht witzig. Also wenn dich das interessiert, was jetzt der nächste Schritt war in dem Ganzen und warum ich jetzt schon wieder zum Autohaus fahren muss, das erfährst du in diesem Video. Ich hoffe, das Video gefällt dir. Und wenn ja, lass mir gerne einen Daumen und ein Abo hier und schreib mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer über den Austausch mit dir. Jetzt viel Spaß, los geht's. Ja, ich habe es gerade schon im Intro erwähnt, dieses Auto hier, der E-Golf ist mittlerweile 5 Jahre alt und ich musste damit neulich erst in die Werkstatt, da Kostenvoranschlag waren schon 7000 Euro, dann musste erstmal geklärt werden, fällt das in die Garantie und ja, die Batterie hat 8 Jahre Garantie oder halt 160.000 Kilometer Laufleistung, je nachdem was zuerst eintritt und das Fahrzeug muss Serviceheft geprüft sein, also regelmäßig alle Serviceleistungen müssen gemacht werden und das war bei mir der Fall. Deshalb ist die Batterie auch da in die Garantie gefallen und wurde repariert. 7000 Euro hätte es sonst gekostet, was für so ein Fahrzeug dann nach 5 Jahren schon relativ krass ist, finde ich. Aber was jetzt der Fall ist, ist, die Leistung der Batterie ist immer noch echt ganz schön rapide abgefallen, beziehungsweise die Reichweite, nicht die Leistung der Abgabe, die Leistungsabgabe, sondern die Kapazität, nehme ich mal an, dass es die Kapazität ist, ich weiß es noch nicht. Deshalb fahre ich jetzt heute noch mal hin zum Autohaus, habe einen Termin gemacht und jetzt muss geprüft werden, woran liegt das, denn ich habe hier knapp 200 Kilometer nur Reichweite und 270 bin ich eigentlich gewohnt, 300 waren es mal, als er neu war und 200 ist auf jeden Fall zu wenig. Und vor allen Dingen bei den jetzigen Temperaturen muss das noch mehr sein. Das möchte ich jetzt überprüfen lassen, bin ganz gespannt, werde das jetzt also hier auch wieder wie eine Art Tagebuch darstellen. Ich fahre jetzt gleich also los zum Autohaus und werde euch dann hier in diesem Video Stück für Stück berichten, wie da der ganze Ablauf war und was dabei rumgekommen ist. Also viel Spaß dabei. Das ist jetzt hier der aktuelle Stand, mit dem ich in die Werkstatt fahre und zwar 101 Kilometer habe ich hier. Der Akku ist halb voll fast jedenfalls geladen und auch wenn ich ihn voll lade, das geht nicht mal mehr, ist es auch so, dass tatsächlich die Reichweite gerade mal so auf 200 Kilometer kommt und das möchte ich überprüfen lassen, deswegen bringe ich ihn jetzt in die Werkstatt und mal gucken, was die mir da rausfinden. Ja, jetzt stehe ich hier wieder vor meinem kleinen Ersatzwagen, der E-Up, den habe ich wieder bekommen, wie letztes Mal eigentlich auch vom Autohaus Meier und der Kontakt läuft super, allerdings, ja, Dienstag habe ich das Fahrzeug abends hingebracht, da ist nichts mehr passiert. Am Mittwochnachmittag habe ich dann die Info bekommen, ja, erstmal soweit unauffällig, keine Fehler auszulesen. Aber es müsste jetzt auf jeden Fall nochmal genau geguckt werden, was da mit den Batteriewerten ist. Das wurde also zu VW hingeschickt Richtung Wolfsburg. Da die Spezialisten haben jetzt die Batteriewerte ausgelesen. Mittlerweile ist Donnerstag, der 22.09. und es ist 12:52 Uhr. Ich habe jetzt gerade wieder mit dem Autohaus telefoniert und es ist so, dass jetzt das Auto komplett leer gefahren wurde, also die Batterie einmal komplett entladen wurde, dann jetzt beladen wird, dann wird es ruhen gelassen, dann wird nochmal geladen, ruhen gelassen, nochmal geladen. Also es wird ein paar Stunden in Anspruch nehmen, bis morgen Mittag wird das wohl gemacht und dann werden diese Werte aus den Batteriezellen wieder nach Wolfsburg geschickt, um da von den Spezialisten ausgelesen zu werden und dann wird entschieden, was gemacht wird, was gemacht werden muss. Und ob überhaupt was gemacht werden muss. Und da halte ich euch natürlich hier wieder auf dem Laufenden. Also ich bin selber jetzt erstmal gespannt, hoffe, dass das Freitagmorgen, also dann am 23.09. irgendwie geklärt werden kann. Und dass ich da eine Info bekomme, was mit dem E-Golf ist und ob ich das Auto abholen kann am Abend und dann wieder fahren kann oder ob es dann noch Reparaturen nötig sind etc. Warten wir mal ab. Reparaturen sind erstmal nicht nötig, aber man weiß auch ehrlich gesagt immer noch nicht, warum hier nur 190 Kilometer Reichweite ist. Also das ist jetzt hier der 23.09. und ich bin gerade in der Werkstatt gewesen, habe den abgeholt. Bevor ich jetzt hier losfahre an der Werkstatt, ist das der aktuelle Stand der Dinge und noch nicht mal auf 90% vollgeladen. Das ist mir deutlich zu wenig und da muss also auf jeden Fall nochmal geguckt werden, dass das mehr wird, weil das einfach eine Reichweite ist, die nicht tragbar ist für den Alltag, vor allen Dingen bei dem Fahrzeug, bei dem eigentlich eine deutlich längere oder höhere Reichweite ja auch gegeben sein muss.
Und die Batterie wurde ja gerade erst repariert, also es kann ja nicht nach der Reparatur weniger Reichweite sein als vorher. Mal gucken, was da weiter passiert. Hi, jetzt ist Freitag der 23.09. und ich habe den E-Golf wieder abgeholt, steht hier hinter mir. Allerdings immer noch, ja, eine geringe Reichweite. Er wurde mir als vollgeladen zurückgegeben mit 191 Kilometern Reichweite und auch nur ungefähr 90% Ladestand. Es wurde allerdings auch direkt gesagt, ja, man ist noch nicht durch, man muss da nochmal folgende Untersuchungen machen, Folgeuntersuchungen machen. Weil die Batterie muss nochmal komplett entladen werden, wieder beladen werden und diese Messwerte müssen dann nochmal an VW übermittelt werden nach Wolfsburg und dann muss geguckt werden, was da wirklich die Ursache ist für diese geringe Kapazität. Man kann es jetzt nicht erkennen, die Messwerte sind bisher alle in Ordnung und trotzdem stimmt ja irgendwas nicht. Und ich brauchte das Auto jetzt aber zwischendurch, werde also jetzt eine Woche lang damit ganz normal wieder meinen Alltag bestreiten. Und dann wird er nochmal ins Autohaus gehen. Diese Messungen werden noch fortgeführt. Und dann wird hoffentlich rausgefunden, woran es liegt. So schnell konnte man, also schnell innerhalb von 2 Tagen, konnte man da jetzt nichts rausfinden. Und diese Messwerte müssen also noch ermittelt werden. Das dauert immer sehr lange, das Auto so komplett zu entladen und wieder beladen, um dann zu gucken, woran es da liegen kann. Also, ich halte euch weiter auf dem Laufenden und mal gucken, was das so wird. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich den E-Golf eine Woche lang brauche, um damit zu fahren. Und es ist alles wieder anders gekommen, als ich dachte. Also das Ding hält mich ganz schön auf Trab in letzter Zeit. Ich kann drüber grinsen, aber eigentlich ist es echt nicht witzig. Ich bin nämlich rückwärts gegen ein anderes Auto gegengefahren, war auch komplett meine Schuld. Das andere Auto hat geparkt. Ich musste zum Videodreh, bin dagegen geballert. Richtig ätzend. Das Ding steht jetzt also in der Werkstatt, wird repariert. Danach geht es dann wieder in die Werkstatt, um dann das Problem mit der Batterie rauszufinden bzw. zu beheben, hoffentlich endlich mal, denn die Reichweite war ja echt super gering, fand ich jedenfalls nicht tragbar. Und derzeit habe ich jetzt hier ein anderes Fahrzeug stehen als Ersatzwagen und ich halte euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden. Es wird ein Folgevideo geben. Das ist jetzt erstmal hier sozusagen der Cut von diesem Video und in einer Woche drehe ich weiter und finde da hoffentlich dann raus, bzw. Volkswagen findet hoffentlich raus, was mit dem E-Golf da los ist mit der Batterie. Und jetzt erstmal wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, dir hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, lass mir gerne einen Daumen und ein Abo hier. Ich freue mich wie immer über den Austausch mit dir. Schreib mir gerne in die Kommentare über die Kritik. Freue ich mich auch. Rückmeldung. Bis bald. Tschüss.